Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Let's Play-Zuschauer. Ja, wie ihr seht, das ist diesmal nicht Undying, obwohl ich da ja eigentlich auch noch dran sitze. Aber ich bin im Moment so ein bisschen erkältet und ich lasse alles ein bisschen ruhiger angehen. Und dann habe ich mir gedacht, machst du noch ein Projekt nebenbei? Und ja, das hier ist Black Sails, das Geisterschiff. Und es handelt sich hier um ein, hoffe ich zumindest, um ein Point-and-Click-Adventure. Also auf jeden Fall ein Adventure. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher mit dem Point-and-Click-Element, aber das werden wir gleich sehen. Ja, es geht im Grunde um ein Geisterschiff, wie der Titel schon sagt. Und dieser hervorragende Startbildschirm ist ja schon sehr einstimmend mit diesem Schiff, mit dem Nebel, mit dem Text, den man kaum lesen kann und mit der wunderschönen Frauenstimme im Hintergrund. Und ich hoffe, ich kriege die Aufnahme hin, ohne euch zu sehr ins Mikrofon zu rotzen und zu spotzen, weil, also an und für sich geht es mir schon ganz gut, aber die Nase ist noch ein bisschen zu und ab und zu kratzt es ein bisschen im Hals, deswegen bitte nicht stören, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen mache. Ist ja nur menschlich, ich könnte es ja auch so wie der gute alte Gronkh zum Beispiel machen, jedes Mal groß ankündigen, dass ich husten muss, mich dann für eine Sekunde muten und dann sagen, so, hab gerade mal eben gehustet. Finde ich, macht jetzt nicht so den Unterschied. So, dann starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ich spiele das natürlich blind, weil ich habe es gerade erst ganz frisch installiert und habe vorhin nicht. Es war der 4. Januar 1884. Mein Schiff war unterwegs von New York nach Portugal, als es zu der Kollision kam. Auf einmal ging alles unglaublich schnell. Mich im Wasser wieder, zusammen mit einem anderen Passagier. Wir klammerten uns an ein Stück Holz, aber unsere Kräfte ließen nach. Ja, plötzlich wurde die See still. Totenstill. Bisschen Titanic jetzt? Vor uns im Nebel sehen wir ein Segelschiff. Niemand antwortet unseren Rufen. Doch wir müssen einen Weg an Bord finden. Wird dieses Schiff unsere Rettung sein? Oder unser Grab? Ja. Und da sind wir auch schon an Bord des Schiffes anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wer die Dame ist, die wir spielen und wie der andere Typ heißt, der da anscheinend noch dabei ist. Vielleicht klärt sich das ja gleich noch. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie alt das Spiel ist. Ich glaube, es ist schon ein bisschen älter, aber nicht jetzt eins von den ganz alten Spielen. Und ja, gucken wir mal, was uns so erwartet. Ich finde jetzt so für den allerersten Eindruck mag ich die Grafik ganz gerne, aber ich stehe allgemein unheimlich auf diese Schiffsthematik und so ein bisschen auf dieses alte. Komm hoch! Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Ja, du hast Sorgen. Du wärst gerade beinahe im Meer ersoffen. Hallo? Was aber dreckig hier. Lass mal was haben Sie vor? Das kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Und da wackelt er los. Hm, nicht schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Das ist ein Lex. Adventure außerdem. Ich bin Anna. Siehst du? Aha. Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Bedenke, dass dein Verhalten in Gesprächen einen nachhaltigen Einfluss auf die Reaktionen anderer Personen im Spiel hat. Okay, also wir sind Anna und der Typ ist Lex. Ja, jetzt können wir hier auswählen und ich antworte mal... Okay, es gibt dann anscheinend eine miese Antwort, eine neutrale und eine... Ach, ja, komm, wir sind ja Best Friends.
So, ja, die beiden sind gerade aus dem Meer gefischt worden. Dafür sehen die außerordentlich gut aus, finde ich. Jetzt nur rein vom Zustand her. Was mich ein bisschen irritiert, sind die etwas zu großen Köpfe, aber lassen wir das. Ja, wir sollten sehen, dass wir Wir miteinander sollten auskommen. sehen, dass wir miteinander auskommen. Wenn du meinst. Ich bin bisher immer ganz gut allein zurechtgekommen. Ja, dann. Es wird leichter für uns, wenn wir zusammenarbeiten. Abwarten. Ich habe meine Tasche verloren. Nein, das antworten wir jetzt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Nicht jeder kann es sich leisten, erster Klasse zu reisen. Kannst aber froh sein, mit so einem netten Kerl wie mir im Wasser gelandet zu sein. Ja. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen. Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Ich habe so meine Ideen. Aber die behalte ich lieber erstmal für mich. Mich würde wirklich interessieren, was da geschehen ist. Wir sollten lieber nach vorne schauen. Was ist denn das hier für ein Schiff? Was ist das hier für ein Schiff? Du verstehst wohl nicht viel von Schiffen. Also, das ist eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Schon ein paar Jahre alt. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Stimmt. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ein wenig. Sehr verdächtig. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Vielleicht haben sie einfach nur die Orientierung verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ich will mich hier nur etwas umsehen. Ich finde das immer ziemlich dämlich, auf einem Schiff zu fragen, wohin wolltest du denn? Das ist wie im Flugzeug. Wo fliegen wir denn hin? Wohin warst du eigentlich unterwegs? Europa. Natürlich. Aber was wolltest ja, du dort? Ja, das habe ich schon gehört. Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Das ist schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. Was wohl? Ich suche das Glück? Wie meinst du das? Reden wir nicht mehr über mich, okay? Schon gut. Ich habe meine Tasche verloren. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Nein, mir ist nichts aufgefallen. Reden wir später weiter. So. Können wir uns jetzt umgucken? Und wen von den beiden spielen wir denn jetzt? Sie wahrscheinlich. Verschlossen. Ja, dann. Fängt das ja gut an mit so einem Escape the Room Element. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier rauskommen. Kann ich mich bewegen? Immer noch nicht. Jetzt kann ich mich bewegen. Alles klar. Was kann ich denn mal machen? Eine Schnapsflasche. Gucken wir uns die mal an. Die ist offen und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? Ja, nehme ich im Moment auch. Nennt sich dann Vic Midnight, aber da schläft man unheimlich gut. Notizzettel. Nein, hier den. Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Nerv wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ja, ist ja spannend. So. Klar, wir sind jetzt hier ganz neu auf diesem Schiff, das laut Expertenmeinung, also von ihm hier, anscheinend aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Und wir haben kurz vor unserem Unfall ja was gelesen über ein Geisterschiff. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, das können wir jetzt natürlich noch nicht ahnen. Ja, wir gucken uns jetzt halt erstmal um. Nasse Zeitungen, da sind wir gerade drauf gestiefelt, als wir reingekommen sind. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Lajes do Pico. Na gut, wir sind keine... Ach! Ah, das ist ja... Das ist nicht schlecht. Das ist eine Hilfefunktion. Da können wir alles sehen, was wir uns angucken können. Ich werde jetzt, glaube ich, trotzdem mal versuchen, drauf zu... Achso, dann ist... Das geht von alleine nach einer Zeit wieder weg. Okay. Nichts als Ozean. Versuchen wir trotzdem mal, das vielleicht nicht zu oft zu benutzen.
Nichts als Ozean. Ja, das sagt sie wahrscheinlich bei jedem Fenster. Nichts als Ozean. Ja, was auch sonst. Was ist das hier? Aufgaben. Die Mannschaft des Schiffes kontaktieren. Die Tür des der Kapitänskajüte öffnen. Boah, diese Schriftart ist ja nett gewählt, weil realistisch, aber die ist nicht so einfach. Aha, okay. Ja, dann. Gut. Was haben wir da? Eine Schublade. Die Schublade ist verschlossen. Natürlich. Die Schublade ist verschlossen. Natürlich. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Dann greifst du da so drunter, da kann man doch sehen, dass das Holz so übersteht. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Eine brüchige Feder. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Ja gut, da ist ein Korkenzieher, den kann man da reinschrauben. Na komm. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. Ja. Damit ruft der Kapitän wohl seine Mannschaft zu sich. So, dann, wo haben wir denn da? Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig. Und schon hat die Schublade einen Griff. Haha. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Hättest du auch vorher schon machen. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Außerdem ist das ein Unterschied. Ich hab's nicht eingesteckt, ich hab's woanders reingesteckt. Boah, muss ich mal warten, bis der Typ sich bewegt hat? So, Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Gegenstände in deinem Inventar können sowohl mit Objekten in der Welt als auch mit Gegenständen im Inventar selbst kombiniert werden. Das ist schön. Ich habe aber nur den Zettel, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Kann ich den Korkenzieher wieder mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die Schublade wieder zu? Ja, natürlich. Da liegt noch eine Passagierliste. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Steward und Koch Boy W. Head. Passagiere Dr. Eduardo Juarez. Plus eins. Ja, plus eins heißt immer mit Begleitung, meine Liebe. Was haben wir hier? Bücher im Regal. Wir könnten auch mit Lex sprechen, das machen wir jetzt mal nicht. Jede Menge dicker Wälzer. Kann man da irgendwas mitnehmen oder so? Nein. Taucherhelm. Das alte Ding schaut mich an. Auf dem Bild ist ein großes Schiff in einem Hafen zu sehen. Mhm. Ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln. Ist das vielleicht der Kapitän? Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Ja, das ist ja verdächtig, weil wir uns ja schon darüber aufgeregt haben, dass es ja ein total unordentliches Schiff ist und dann hängt da auch noch ein schiefes Bild. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Ja, kann man das irgendwie öffnen oder so? Nein, bis jetzt nicht. Okay. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Ja, kann passieren, wenn man als Seemann so... Das Porträt einer schönen Frau. Das ist ja ein Ding. So, da liegen Zeitungen. Da liegt schon wieder ein Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Zettel ist gut. Das war eine ganze Zeitungsseite. Wir haben bis jetzt nur Papier im Inventar. Das hilft natürlich unheimlich viel. Petroleumlampe. Sie hat keinen Docht und keinen Brennstoff. Das ist ja ein Ding. Portwein. Auch leer. Da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Ja, mein Gott. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Die ist auch alleine auf dem Bild. Damit ruft der Kapitän wohl. Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedenklich. Ob man das später nutzen kann für irgendwas? Bestimmt. Was haben wir hier noch Schönes? Was haben wir da? Wäscheleine. Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Ja, das ist ja schon immer... Ich mag ja eigentlich diese typische Adventure-Sprache, ne? Oh, das sind Schuhe, die stehen vor dem Bett. Einer davon ist schief oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Das ist immer nicht schlecht. Die sind in keinem besonders guten Zustand mehr. Das hilft einem vor allem immer, weil diese Ansage hier, von wegen das Seil ist mit einem Balken verknotet, das heißt schon so viel wie, irgendwann wirst du das bestimmt mal lösen können, um dir das zunutze zu machen, dass es halt mit diesem Balken verknotet ist. So, die Konservendosen hatten wir. Was haben wir hier? Eine Wand. Eine Holzwand mit einem Astloch. Die ist ja ein Ding. Was wohl dahinter ist? Kann man schon sehen, dass da was hinter ist. Guck mal. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Von einer Luke oder so. Haben wir einen Hammer oder sowas? Eine Holzwand mit einem Astloch.
Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Hier hängen wieder Bilder. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Aha. Da ist ein Zahlenschloss. Ja, das wissen wir nicht. Da können wir uns jetzt rumprobieren, wie wir wollen. Können wir uns die irgendwie angucken? Ach so, hier, Lupe. Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Das ist ja ein Ding, aber dann mach das doch auch. Kann ich die damit... Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Ach du Scheiße, ja. Also hier sind jetzt wirklich ganz viele Zahlen drauf. Dreistellig. Ergibt das irgendwie 7, 8, 9, 39? Das ist zusammengerechnet. Dann haben wir hier 1, 3 und 12. Ne, das hilft jetzt nicht. Okay, mir ist jetzt noch nicht ganz klar, was das mit den Löchern... Ich erkenne jetzt hier kein großartiges Muster bisher. Vielleicht frage ich gleich mal den Typen. Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Oh! Ja, super. Mach mal schon mal was. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Okay. Der hat hier einmal 286 Opfer. Dann haben wir hier 50.000 Dollar Belohnung. Dann wurden hier mehrere Zahlen addiert. Dann haben wir 26 Passagiere immer noch vermisst. Und hier oben hat jemand hingeschrieben 38, 42, 56. Das sind also irgendwie im Moment ein bisschen zu viele Zahlen, als dass wir da tatsächlich was mit anfangen können. Deswegen fragen wir jetzt mal den... Achso, das Bett haben wir uns noch nicht angeguckt. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. So, fragen wir mal den Lex, ob der eine Idee hat. Na, Kumpel? Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Okay, der hilft uns jetzt nicht wirklich. Scheiße, wir müssen doch jetzt nicht etwa tatsächlich schon ohne irgendwelche Anhaltspunkte... Moment, was könnte denn der Schlüssel öffnen? Die Tür? Oder einen von, den Schubladen? Der passt hier nicht rein. Nee, ist ja auch ein kleiner Schlüssel. Komm mal wieder zurück. Hier, vielleicht. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Ja, hervorragend. Dann mach mal auf. So, noch mehr Papier. Ach du meine Güte. Ja, dann nimm das mal mit. Den Zettel nehme ich mit. Gut, und dann haben wir hier noch eine Schublade, die ist auch abgeschlossen. Die Schublade ist verschlossen. Ja, dann nehmen wir da auch mal den gleichen Schlüssel. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Ja, das ist toll. Hast du gut gemacht. Und dann haben wir hier noch mehr, was ist das denn? Bücher. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Ja, aber da kann man offensichtlich keins mitnehmen, von daher ist es nicht so schlimm. Kann man das Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Gut, habe ich mir gedacht, weil, also ihr habt jetzt vielleicht nicht richtig sehen können, aber den Zettel, den wir gerade rausgenommen haben, das war ein Foto, das hätte ich mir jetzt vielleicht mal vorher einzeln angucken können. Und da waren auch Löcher drin, deswegen habe ich die jetzt... Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. ...übereinander gelegt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Ja, da fehlt auch noch was. Aber vielleicht können wir den Zeitungsartikel damit kombinieren. Gucken wir mal. Jetzt sind nur noch drei Zahlen übrig. Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Ja. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. 8, 6 und 3. Okay, dann probieren wir das mal. Waren ja auch ein dreistelliger Zahlencode. Probieren wir mal. Klick, 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 klick. 8. 6. Und 3. Sehr schön, die Kombination hat gestimmt. Aha. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Also schon mal... Wie hast du das Schloss aufbekommen? Weil ich gut bin. Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Ja, hier war aber keine. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Mhm, bestimmt. Diesen glitzernden Schlüssel zum Beispiel. So, den nehmen wir jetzt auch mal eben. Ein Amulett ist das. Ach so. Sieht doch aus wie ein Schlüssel. Ein seltsames Amulett. Gucken wir uns mal genauer an. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Ne, echt? Was ist denn Ding? Ein Brief. Mein Stern.
Dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Okay, da war jemand verliebt. Rasiermesser, das nehmen wir mit. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Oh, gucken wir uns das mal eben an. Das Rasiermesser ist extrem scharf. Außerdem lässt es sich einklappen wie ein Messer. Gut, dann benutzen wir das mal an den, an dem Seil vielleicht. Ja, genau, das ist doch mal eine Idee. Da kommt sie jetzt wahrscheinlich nicht dran. Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Warum nicht? Es würde reichen, den Knoten zu öffnen. Ja, dann öffne den Knoten. Wo ist er denn?